Einen wunderschönen Willkommen, ja, zum heutigen Abend. Willkommen zur dritten Reinkarnation der Dark Pictures Reihe. Willkommen zu House of Ashes. Ich weiß gar nicht, übersteuere ich? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube ja. Ich bin viel zu laut. Ja, bin ich. Was mache ich denn da? Warum? Die Einstellungen sind doch genauso wie vorher. Okay, na, mal gucken. Genau, zur Runde House of Ashes. Dritte Inkarnation von der Dark Pictures Reihe, hatte ich schon gerade gesagt. Und wir fangen einfach an, wa? Wir spielen allein. Versteht sich von selbst. Und viel Spaß. Ey, was macht der? Warum macht er das? Warum macht er das? Das ist der falsche Monitor. Warum macht er das? Der macht das mit dem Vollbild hier nicht vernünftig. Ey, was ist denn das hier los? Ich will nicht fortsetzen für eine neue Story. Ich hoffe, der macht das jetzt nicht die ganze Zeit. Ansonsten muss ich rahmenlos spielen. Ich will aber nicht rahmenlos spielen. Na, Spiel. Neue Story. Nachsichtig, okay. Herausfordernd, tödlich. Achso, apropos tödlich. Geht das? Es geht. Hallo. Ich habe ein bisschen umgebaut. Tod ist unausweichlich, deine Fähigkeiten werden auf die Probe gestellt. Ein Überleben ist wahrscheinlich. Okay, ich bin für Wahrscheinlichkeiten immer sehr zu haben. Und dementsprechend nachsichtig. Neuer Platz. Drücke, um mit Controller zu spielen. Drücke, um mit Maus und Tastatur zu spielen. Tutorials passen sich an ihre gewählten Eingabegeräte an. Sie können das Eingabegerät. Okay, wir spielen erstmal mit Controller, ne? Ladebalken. Denn sie säen Wind und werden Sturm ernten. Jede Entscheidung hat Konsequenzen. Okay, weise wir. Na, ich bin gespannt. Hier nichts. Dein Blut begleicht die Forderung des Königs. Dein Opfer wird seinen Fluch aufheben. General Balatun. Nein, Wolli. Der König verlangt eure Anwesenheit. Die Götter sind gnädig. Vorerst. Ich kümmere mich später um ihn. Schafft ihn weg. Du hast Glück, Gefähr. Glück? Nein. Kein Glück für diese Hunde. General, wir sollten hier weg. Der König, sein Wahnsinn wird uns alle verschlingen. Der Tempel ist verflucht. Eher sterbe ich an diesem Ort, als dort draußen der Pest anheimzufallen. Wir haben unsere Befehle. Also es gibt schon so eine Art Pest, ja? 2200 vor Christus. Der Mondgott schickt dich, um ein Reich zu zerstören. Ich weiß es, Mädchen. Ich sehe alles. Sieh dich nur um. Wiegt diese Halle denn nicht alle meine Sünden auf? Schätzen die Götter diesen Ruhm nicht? Die Gotäer kommen, General. Der Mondgott schickt eine Armee, uns zu zerstören. Ich sammle sofort unsere Streitkräfte. Gut. Kunde von dort unten? Das sind hunderte Gefangene, mein König. Ihr Opfer wird Zeit brauchen.
Zeit haben wir nicht mehr. Sei es drum. Das Blut dieser Armee wird den Sand tränken. Das Opfer wird erbracht werden. Fangt mit der hier an. Sagt mir, General, erinnert sie euch an jemanden? Mein König? Gemahnt sie nicht etwas an eure eigene Tochter? Wie alt wäre sie jetzt? 18. 18? Diese Pest ist eine solche Tragödie. Tötet sie. Entgegenkommen wie... Oh, ich hab wieder... Lass mein König, sollten wir sie nicht lieber am Leben lassen? Was hat der sie Bart? Ist ein feindlicher Speer. Wir erfahren mehr über ihre Pläne. Nein. Jeder Tropfen Blut ist ein Schritt zur Erlösung. Sie muss sterben. Genau, und Kettenhemd für den Bart, damit er in Form bleibt. Und eine Show für den König. Eine Show für den König. Der einen Zaum halten. Damit er nicht wild umher sprenkelt. Komm, die ist doch schon tot. Die ist schon tot. Hemd sammeln sich Essensreste? Nee, geht ja gar nicht. Aber schön stimmungsvoll da, ne? Es könnte einem gefallen, aber die ganze Zeit so ein Steinsitz da sitzen. Und irgendwie habe ich vorhin mich verschluckt. Ja, ich bin zwar noch da, aber habe so ein Krächzen im Hals. Ging der Whisky in den falschen Hals. Ist aber überhaupt nicht pompös hier. Sonnenfinsternis. Ach, herrje, jetzt geht die Welt unter. Es wird was Böses geweckt.
Ich glaube auch, dass er was kompensieren wollte. Götter, gib mir Stärke. Hat der hier Metall in seiner Haut? Oder draufgeklebt? Oh. Oh. Er ist tot. Er ist tot. Wir wurden verflucht. Unser König hat uns verflucht. Wir dachten, ihr wärt der Fluch. Das war falsch. Mein Herr stürmte den Tempel in Nippur. Er baut diesen Tempel, um Buße zu tun. Aber die Götter erhören ihn nicht. Tja. Und nun ist auch er verstummt. Tja. Auch nach dem Tod meiner Tochter sah ich es nicht. Ich folgte einem Narren zum Abgrund. Sein Ruin ist nicht unserer. Das ist dein Tempel. Was können wir tun? Da ist ein Weg durch die Katakomben. Dir soll ich vertrauen? Du hast keine Wahl. Akada! Warte! Ja, sagte ich, aber ich liege wahrscheinlich falsch, laut Flo. Aber Anthologie ist nicht Trilogie. Ich meine, ist halt... Haben eine Serie aufgemacht damit, ne? So, ich muss mal was gucken. Ich muss mal kurz eine Sache gucken, bevor wir weitermachen. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Und zwar habe ich das Gefühl, dass einfach hochpegelt, zu dolle hochpegelt, mein Mikro. Pam! Ich seh ja den Ausschlag. Bin ich vernünftig zu verstehen? Oder irgendwo krächzen? Oder weiß der Geier was? Weil wie gesagt, für mich sieht es so aus, als ob es zu übersteuert. Und ich weiß nicht warum. Und ich hatte mir extra hier Fotos gemacht. Ich musste ja ein paar Einstellungen hier vornehmen in der ganzen Geschichte. Warte mal, ein paar Fotos gemacht. Und eigentlich dürfte da nichts weiter sein. Ein bisschen laut. Okay. Gut, das klären wir gleich. Warte mal, ich muss mal noch hier... Was, da war nichts weiter eingestellt? Warum ist das so intensiv? Also, es ist ja nicht groß was anderes, ja. Ich werde mal Mikrofon hier ein bisschen runterdrehen. Vielleicht. Pam, 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 pam. Ich glaube, das ist besser jetzt, ne? So besser, ja, ne? Puh, 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 puh. Ja. Das sollte funktionieren. Und das Spiel, das stellen wir gleich leiser im Spiel selber. So. Jetzt müsste es besser sein, ne? Genau. Gut. Fortsetzen. Ich denke mal, die Trilogie war geplant, um zu gucken, wie das Spiel ankommt. Hilf mir damit. Mir nach. Durch das Grab geht es raus.
Grab? Ja. Für die Erbauer, die fertig sind. Komm. Nee, ich spiele am PC. Was? Achso, im Rhythmus wieder drücken. Ist das ein Vertigo wieder? Ja, man muss immer durch ein Grab gehen. Ist doch immer so der Fall. Immer. Nochmal. Okay. Eine Beutelmaus. Nur eine Ratte. So viele Tote. Für nichts. Sie sind gestorben. Für einen Irren. Halt der T gedrückt zum Aufheben von Objekten. Okay. Ich glaube, ich muss das weiter wegpacken jetzt hier, hä? Also, es ist alles seltsam. Ich habe bloß die Szenen OBS gewechselt, eine neue gemacht und, irgendwie sind die ganzen Einstellungen flöten gegangen. Naja, okay. Halte RT gedrückt zum Aufheben von Objekten, benutze R zum Untersuchen. Manche Interaktionen verraten die Geheimnisse. So, wir gucken mal. Wir können jetzt hier... Was haben wir denn hier? Balatu. Kurum. Aktuelles Ziel. Finde den Geheimausgang. Durchsuche die Katakomben. Wir haben Bilder. Okay. Wir haben Geheimnisse. Mal wieder alles miteinander verwoben. Irgendwie. Siehst du, und jetzt ist wieder... Hä? Seltsam. Alles seltsam. So, Kursrichtung haben wir hier. Kann man hier... Hier sind die Optionen, ne? Einstellung. So, ich drehe mal ein bisschen Audio noch runter. Gesamtlautstärke. So. Damit es vielleicht nicht ganz so knattert. Könnte lauter sein, das Spiel. So, wie die Kamera und der Lichtquelle? Okay, das ist das. Das ist zum Gucken. Das ist wie die Taschenlampe. Das ist das Feature. Bloß, ich habe es extra jetzt so runtergedreht. Ich dachte, das ist zu laut. Vorhin hieß doch, ihr hattet doch gesagt, dass es, also 100% mehr geht nicht. Ich habe jetzt dann natürlich Musik ein bisschen runter und Effektlautstärke, weil das ist ja meistens immer das, was so doll in den Ohren hängt. Und man möchte ja die Dialoge hören. So, mach das jetzt doch mal so. So. Okay. Was auch immer hier gebaut wurde. Guck mal, was haben wir hier? Unsere eigenen Handlungen verdammen uns. Warum hat er den Tempel geplündert? Es sind doch immer die gleichen Gründe. Für Gold, für Ruhm. Aus Gier. Vorahnung freigeschaltet. Okay, erwacht, gefunden in Verdammt. Also wenn es jetzt soweit in Ordnung ist, dann muss ich mich bloß beim nächsten Mal ums Mikro kümmern. Das schaffe ich natürlich heute nicht. So, da sind wir irgendwo reingekommen. Wo müssen wir denn jetzt lang? Müssen wir nicht hier nicht runter, ne? Aber schnell laufen. Das ansehen. Es
Ist ganz schön viel Blut hier. Ich weiß nicht mal warum. Okay, alles Knorke soweit, ja. Ah, okay. Gut. Aber ich sehe ja trotzdem, dass bei mir noch das Mikrofon so extrem auspegelt. Und ich weiß nicht, warum das auf einmal so hoch ausschlägt. Dann ist der ganze Meterbar hier ist dann noch komplett rot. Ja, ich... Oder muss ich hier runter? Weil ich das gesehen habe, die Vorahnung. Oder? Mit angrenzender Sandkasten, okay? Okay. Ja, wie komme ich denn da runter? Was kann ich denn hier machen? Oder muss ich hier vielleicht noch gucken? Ist hier noch irgendwas? Ist ja die Vorahnung hier. Vielleicht irgendwas um? Was mit den Türen? Nee. Irgendwas übersehe ich doch hier gerade. Die Frage ist, was? Ich nehme einfach die Tür. Hier, hilf mir damit. Bitte. Es sieht so aus, als hätte er so ein Wespennest unten am Kinn, ne? Ja, die Türen wurden nicht angezeigt, Flo. Das war mein Problem. Du zuerst. Ist klar. Wir sind hier sicher. Du zuerst. Was ist das für ein Anhänger? Die Geschichte von Gutium. Ihr Akkader habt hart gekämpft, um ein Volk auszulöschen. Aber ihr solltet wissen, unsere Geschichte... Die hat, glaube ich, Geburtstagsfeier oder so. Wie kommen wir hier lebend raus? Ich hatte doch gesagt, dass er... Ich werde meine Haut retten und du die deine. Wollte ich doch gar nicht. Was war das? Der triggert sofort. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte bloß vorauswählen. Das ist das Gemeineste. So, ist hier irgendwas versteckt. Also optisch sieht es wieder Sahne aus. Das kann man nicht meckern. Wie viele Wege führen in das Grab? Wir sind hier nicht allein. Was? Ich sehe aber nichts. Hier drüben. Akkader! Es gibt kein Entkommen. Uns bleibt nur eins. Gemeinsam kämpfen. Nein! Wenn wir beide fliehen... Sterben wir beide. Halt dich bereit!
Okay. Aua. Nicht gesehen, was das für ein Vieh ist. Was ist das für ein Vieh? Oh. Oh. Hätte man das überleben können? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Won't you spare me over till another Ist klar. Ist klar, Flo. Ist klar. Überleben hängt von ihren Entscheidungen ab. Ihre Entscheidungen führen sie wie ein Kompass durchs Unbekannte. Finden sie den Weg zur Erlösung? Oder verlieren sie sich im Dunkeln auf ewig? Ich möchte offen sein. Sie werden äußerst schwere Entscheidungen treffen. Diese werden das Leben anderer beeinflussen. Was diese Entscheidungen bringen, wird sich zeigen. Mit der Zeit. Schön, Sie wiederzusehen. Mhm. Sie sind bestimmt schon ungeduldig. Also gut, wir wollen beginnen. Wie Sie bereits wissen, bin ich der Kurator, der Bewahrer der Geschichten. Meine Aufgabe ist es, alles aufzuzeichnen, was Sie tun. Jede Entscheidung und jeden Fehler, den Sie machen. Das ist meine Bibliothek. Sie steckt voller unerzählter Geschichten. Geschichten über Freunde und Feinde, Treue und Verrat, Leben und Tod. Ich bin nicht hier, um Ihnen zu helfen. Obwohl ich die Regeln ab und an schon etwas beuge.
Es ist außerordentlich mutig, sich allein ins Unbekannte zu wagen. Oder sehr töricht. Doch vielleicht steckt mehr in Ihnen als gedacht. Ich möchte Ihnen einen Rat geben. In der Geschichte begegnen Ihnen diverse Bilder. Bilder, die einen möglichen Ausgang andeuten. Ich schlage vor, Sie schauen genau hin. Denn Sie könnten auf eine unglückselige Zukunft hindeuten. Doch leider bleibt uns keine Zeit mehr. Wenn wir uns wiedersehen, erfahren wir, wie Sie sich schlagen. Oder scheitern.